Und weiter geht's mit mir, dem lieben Fudel, der sonnigsten Chora aller Zeiten und der lieben Letty zu Choclington. Wir sind auf der Suche nach einem Sprengzünder. Vielleicht kann uns Nico irgendwie helfen. Im Moment will ich mich mit Nico. Gut. Fragen wir mal da oben wieder nach. Wir hätten gerne einen Sprengzünder. Conchita. Da. Bewahren Sie hier vielleicht irgendwelche Sprengkörper auf? Klar. Sprengstoff und Zünder sind in dem Schrank da. Mhm. Sie hätten nicht zufällig etwas übrig? Ich kann Ihnen nicht einfach einen Sprengsatz geben. Nicht ohne einen verdammt guten Grund. Der General hat eine Landkarte in seinem Büro, über die er sich mit Ubier unterhalten hat. Vielleicht verrät uns diese Karte, wo Sie hinwollen. Mag sein, aber ich komme ja nicht ran, solange der General und sein Kumpan da drin sind. Mhm. Es gibt sonst nichts. Okay, mit ihm dann vielleicht? Mit dem Sekretär? Eine Bergbaugesellschaft verwendet doch Sprengstoff, oder? Nicht in der Rechnungs- und Personalabteilung, soweit ich weiß. Ja. Muss ich die hier jetzt auch alle durchgehen? Machen wir das doch. Wissen Sie, wo ich einen Sprengzünder finden könnte? Klar, in dem Schrank hinter der Chefin. Sie wird Ihnen bloß keinen geben. Ich benutze einfach meinen Charme. Das muss ich mir angucken. Mehr Sprengzünder. Ich suche einen Sprengzünder. Oh oh, die Dingerchen sind aber gefährlich. Ich meine, sind Sie denn überhaupt qualifiziert dafür, mit denen umzugehen? Ich weiß ja nicht, wie man überhaupt mit Sprengstoff arbeiten kann. Ich hätte viel zu viel Angst, mich in die Luft zu jagen. Darum arbeite ich ja im Büro. Obwohl, Schreibtischarbeit ist auch nicht so sicher, wie viele meinen. Kennen Sie beispielsweise diese Dinger, mit denen man Heftklammern entfernt? Diese Entklammerer? Hören Sie, Sie haben ja mein vollstes Mitgefühl, aber jetzt habe ich genug von dem Mist. George, und wir müssen hier die ganze Zeit zuhören. Haben Sie Sprengzünder hier im Büro? Ich weiß nicht, ich bin neu hier. Genauer gesagt habe ich heute Morgen erst hier angefangen. Und ich habe noch keine Ahnung, was ich hier tun soll. Kennen Sie sich mit Buchhaltungssoftware aus? Ja. Ja, sicher. Welches Programm benutzen Sie denn? Nennt sich LINC. Der Typ, der das geschrieben hat, muss ein Wahnsinniger sein. Jedes Mal, wenn ich eine Datei abspeichere, läuft eine schräge Melodie und kleine Zeichentrickschweine tanzen dazu über den Bildschirm. Und wo liegt das Problem? Naja, eigentlich kein Problem. Ist nur nicht ganz das, was ich von einer professionellen Buchhaltungssoftware erwarte. Okay. Dann gehen wir nochmal zurück zu Dwayne. Kloppt. Oder wir sprechen erstmal mit der Kapelle. Vielleicht helfen die uns ja. Ich habe keine weitere. Gut, dann helfen Sie uns eben nicht. Man konnte hier noch was machen. Da. Ich will eigentlich. So. Trucks zu stehlen ist nicht ganz mein Stil. Okay. Können wir jetzt mit ihm vielleicht reden?
Ein verloren aussehender Bursche schläft auf dem Boden seiner Zelle. Das ist Miguel, der Flötenspieler. Mhm. Irgendwas, was ich noch nicht gesehen habe. Hm. Pearl? Pearl? Ich weiß nicht, wo... Gut. Mademoiselle Collard? Ach, jetzt geht's auf einmal. Könntest du den General nicht ablenken, während ich einen Blick auf die Karte werfe? Du scherzt wohl. Hast du nicht gesehen, wie der mich angegeifert hat? Doch, doch. Du gibst eine prima Schlangenbeschwörerin ab. Komm schon, ich brauche nur 5 Minuten. Naja, vielleicht. Aber es ist dein hirnrissiger Plan. Du übernimmst das Reden. Dann machen wir das doch. Ah, mon général. Dann können wir endlich auf die Karte gucken, dann bekommen wir bestimmt den Sprengsatz. Da. Meine Freundin würde Sie gerne um einen Gefallen bitten, General. Für Sie, meine Liebe, tue ich alles. Ich hab's mir anders überlegt. Oh nein, hast du nicht. Sie ist einfach zu schüchtern, Sie um ein Interview zu bitten, General. Ein Interview? Mit mir? Fabulos! Nun, ich... ich würde gerne eine Story über sie schreiben. Hast du das gehört, Rinaldo? Eine exklusive Hochglanz-Doppelseiten-Story über deinen geliebten General. Kümmere dich hier um alles. Ich gehe in meine Wohnung zurück und ich möchte nicht gestört werden. Dafür wirst du mir bezahlen, George Stobbart. Mach dir keine Sorgen. Wenn du länger als ein paar Stunden weg bist, komme ich und hole dich. Ein paar Stunden. Können wir jetzt hier auf die Karte gucken? No, 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 Senor. Der General hat befohlen, dass niemand diese Karte ansehen darf. Er wird es doch nicht erfahren, wenn Sie es ihm nicht sagen. Sie kennen ihn nicht, Senor. Er würde es so leicht aus mir herausholen, wie das Schmalz aus seinen Ohren. Okay, okay. Ich muss ihn loswerden. Danke für den Tipp. Dann machen wir das als nächstes. Wir quasseln erstmal mit ihm. Da würden Sie einer alten Freundin von mir die Ruinen zeigen, jetzt wo der General weg ist? Es wäre mir eine Ehre, Senor. Danke. Ich gehe sie schnell holen. Machst du das bitte automatisch? Nein. Da hätten wir zum Beispiel schneiden können, einfach dass Pearl dann schon da drin steht. Dum-di-dum-di-dum. Ich habe alles arrangiert für Ihren Besuch im Tempel, Pearl. Oh, das ist aber wirklich lieb, George. Warum kommst du nicht mit, Honey? Würde ich ja liebend gern, aber gerade jetzt muss ich schnell mal die Welt retten. Wie immer. Wie George also, aber George gibt mir so ein Gefühl, dass selbst ich das alles schaffen kann. Hör mal, Süßer, ich suche einen offiziellen Fremdenführer, der mich zur alten Pyramide bringt. Für eine bezaubernde Dame würde ich bis ans Ende der Welt gehen. Und für sie immerhin bis zur Pyramide und zurück. Aber was ist mit ihrem Mann? Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Also lass uns abhauen. Tja, Pearl. Und alle sind weg. Wir können endlich auf die Karte Nachdem gucken. Nachdem Pearl und Rinaldo sich auf den Weg zur Pyramide gemacht haben, gehe ich daran, das Polizeirevier zu durchsuchen. Hui. Sieht aus wie eine geologische Übersichtskarte der Gegend südöstlich von Caramonte City.
Etwa 80 Kilometer landeinwärts und flussaufwärts war ein Gebiet mit dem Wort Teokulkan markiert. Kommen wir da hinten hin? Jetzt, wo keiner mehr da ist. Juhu! Ich bin George Stobart. Du bist Miguel, der Musiker, stimmt's? Ex-Musiker, Senor. Meine Karriere ist beendet. Ein Besuch im Gefängnis könnte doch ein prima Karriereschub werden. Senor, ich würde lieber sterben, als mit dieser Schande zu leben. Kennst du einen Kerl namens Karzak? Ja, der alte Mann hat von ihm gesprochen. Der Ausländer? Professor Ubier? Stimmt. Dieser Mann, Karzak, er ist Ubiers Boss. Warum hängt diese Schlinge darunter? Rinaldo hat sie für mich geknüpft, damit ich mich aufhänge. Weinen Sie nicht um mich, Senor Stobart. Wenn ich tot bin, wird die Göttin meine Seele zur ewigen Ruhe ins Paradies führen. Na, dich holen wir hier raus. Ist aber auch sehr schlampig, dieses Gefängnis. Safe. Der Tresor ist zweifellos abgeschlossen. Zweifellos. Ich brauche keine Reklamesendung. Ah, da haben wir schon überall geguckt. Kam jetzt gerade was mit dem Fax, das interessiert uns nicht. Aktenschrank ist wahrscheinlich abgeschlossen. George, guck doch einfach. Na, dann raus. Vielleicht bekommen wir jetzt einen Sprengzünder. Ich mag diese total realistischen Spiele. Wir müssen auch noch den zweiten Teil vom fünften Teil hiervon spielen, ne? Machen wir vielleicht nach dem zweiten oder nach dem dritten. Den dritten habe ich nämlich auch noch. Es gibt auch Baphomets Fluch 2,5. Ist so ein Fanspiel, was von den Entwicklern immerhin geduldet wird. So, hier. Ich habe mir diese Karte auf dem Polizeirevier gründlich angesehen. Es ist eine Karte von Karamonte. Verrät die uns, wo Ubier hin will? Ja, zu einem Ort namens Teokulkan. Da ist die Mine. Ich frage mich, warum die so geheimnisvoll tun, was Ubiers Pläne angeht. Eines ist sicher. Wenn der General mit drin hängt, führen die nichts Gutes im Schilde. Ich würde gerne mal mit diesem Musiker Miguel reden. Nehmen Sie einen Sprengsatz und holen Sie ihn aus diesem Gefängnis raus. Gut. Was die völlig logische Konsequenz war. Mann. Ja, mal so allgemeine Sachen, wenn wir jetzt das hier haben. George, sagt das bestimmt was? Nein. Die meisten Spiele hier auf dem Kanal sind blind. Ich hoffe, da seid ihr mittlerweile so hintergekommen. Ich spiele schon mal Spiele, die ich kenne, aber das meiste, ja, blind. So. Sind ja bekanntermaßen alle weg. Hi, Drain. Ta-ta-ta-ta. Hier ist der Zünderduell. Reden Sie etwas leiser, George. Oder wollen Sie, dass jeder Sie hören kann? Sie gehen am besten rüber und warnen Miguel vor, dass die Kavallerie unterwegs ist. Okay. Die Musik habe ich jetzt noch ein bisschen leiser gestellt, aber ich finde sie immer noch recht laut. Hi, ich bin George Stobart. Dum-di-dum. Was können Sie mir über die Bergbaugesellschaft erzählen? Der General hat eine ihrer Minen nach der Explosion geschlossen. Dabei haben eine Menge Leute das Leben verloren. Ich hatte Glück. Bei mir waren es nur die Beine. Können Sie mir etwas über diesen Stein erzählen? Das ist Obsidian. Das ist ein Vulkangestein, das so schnell abgekühlt ist, dass... Ja. Ist ja gut, aber ich interessiere mich nicht für Geologie. Nicht?
Dann nehme ich an, dass Sie etwas über die Gravur darin wissen wollen. Das stimmt. In diesem Falle sollten Sie lieber mit dem Professor reden. Er war eben noch hier. Ist aber schon wieder weg. Wissen Sie, wen diese Statue hier darstellen soll? Sollte ich wohl. Ich habe früher solche Dinge für die Touristen geschnitzt. Aber es hat den Leuten hier Angst gemacht. Darum habe ich es aufgegeben. Mhm. Erkennen Sie das Firmenzeichen auf diesem Etikett? Aber sicher. Das ist die Condor Transglobal Schifffahrtslinie. Haben die ein Büro in Caramonte? Nein, aber sie laden und löschen hier Fracht. Das dachte ich mir. Aha. Haben Sie das Schiff mit der Condor-Flagge gesehen? Nein. Aber die Docks sind doch direkt auf der anderen Seite des Platzes. Könnten ebenso gut auf der anderen Seite des Mondes sein. Okay. Haben Sie von der Sonnenfinsternis gehört? Klar. Ich schmeiße sogar eine Party deswegen. Kommen Sie doch auch. Wirklich? Claro. Jede Menge Essen, jede Menge Wein und alle sind eingeladen. Außer dem General. Oh, ist das aber traurig. Warum ist der General nicht eingeladen zu Ihrer Party? Weil er jedes Mal zu Party seine verdammten LPs aus den 70ern mitbringt. Wie denken Sie über dieses Höschen? Beeindruckend. Tragen Sie sowas? Nein, jemand hat sie meiner Freundin geschickt. Wie aufmerksam. Ja, das ist tatsächlich. So. So. Jetzt triggern wir aber mal die Explosion. Ich sagte, wir triggern jetzt mal die Explosion. Da kommt schon wieder ein Fax an. Es hört sich mystisch an. Es sieht mystisch aus. Ja, das ist von Gong, ich weiß. Hühner, Hühner. Hey, Miguel. Was ist los? Was passiert? Wir holen dich hier raus. Wer ist wir? Haben die Amerikaner die Delta Force geschickt? So ungefähr. Das Team von Cobra übernehmen sie? Bring mich nicht zum Kotzen. Viel besser. Also wer? Ein portionierter Grußkartenverkäufer aus Ohio. Ich bin verloren. Da bist du nicht der Einzige. Ich hätte es wissen müssen, als ich sie zum ersten Mal sah. Sie bringen nichts als Ärger. Hören Sie, ich kann alles erklären. Rein in die Zelle. Sofort. Und wenn ich mich weigere? Dann erschießt er sie. Okay. Alle schön hergucken, wie ich ganz ruhig in die Zelle marschiere. Mhm. Kluge Entscheidung, elender Norteamericano. Einer der Gründe, warum ich Feuerwaffen so hasse, ist, dass sie die Leute so unhöflich machen. Ich hoffe, Sie genießen Ihren Urlaub, Senor Stobar. Geh deine Waffe polieren, Renaldo. Das war doch bestimmt Teil Ihres Planes, richtig? Naja, auf eine gewisse Art, nein. Mir sind gerade die Ideen ausgegangen. Jetzt hängt es allein an Nico. Whee. So, da wären wir. Sie haben sich ja umgezogen. Ich dachte mir, ich schlüpfe schnell mal in was Bequemeres. Der Gestank von billigem Rasierwasser überrollt mich wie eine Tränengaswolke. Also, was wollen Sie denn über mich wissen? Fragen Sie und ich werde antworten. Ich werde Ihnen nichts, gar nichts abschlagen. Ich bin ein sehr großzügiger Mensch. Wie schön für Ihre Freunde. Ihre Augen glänzen heller als die Sterne. Von seinem verdammten Rasierwasser tränen mir die Augen. Mir geht langsam das Sofa aus. Ebenso mutig wie schön. Ich bewundere sowas. Schön. Solange er es aus der Ferne bewundert. Tja, dann das nächstliegende. Mir sind die Gesprächsthemen ausgegangen. Mhm. Oh, eine Lavalampe. Ich will keine Lavalampe. Doch, jeder will eine Lavalampe.
Das Fernsehgerät. Super 8 Filme. Ich will mir keine schwachsinnigen Seifenopern reinziehen. Boah, Nico. Sei nicht immer so negativ. Ich will das Bild nicht. Ja, Nico. Ich will dies nicht, ich will das nicht. Ich will den Schwertfisch nicht. Beim genaueren Hinsehen entdecke ich, dass der Schwertfisch mit Einschusslöchern übersät ist. Der General ist ein echter Sportsmann, da gibt's kein Vertun. Gehen wir mal hier hin. Aha. Wohnt der denn, ist das? Aha. Sieht auf jeden Fall aus, als wäre das so ein versteinertes Baumhaus. Hier ist der Baum, wo das Haus dran ist. Was ist denn hier? Ach, die Lavalampe, ne? Ich will kein... Tigerfell. Dem Tiger ist nicht mehr zu helfen. Ich glaube, wir haben uns jetzt alles angesehen. Wir gehen. Ich muss weiter mit ihm reden, aber worüber bloß? Wir haben absolut nichts gemeinsam. Doch, hier einiges. Wie man sieht. Ist das eine Lavalampe? Klar. Sieht sehr beeindruckend aus im Dunkeln. Ich mache kurz mal die Vorhänge zu. Nein. Nein, bitte nicht. Es ist doch so ein herrlicher Tag draußen. Mir gefällt Ihr Fernseher. Oh ja? Cool, was? Großer Fisch. Selbst gefangen? Gefangen? Ha, Angeln ist was für Kinder. Aber wir haben... Moment mal, sind das Einschusslöcher? Zwei ganze Magazine mit einer Vollautomatik. Der hat sich vielleicht angestellt. Dieses Tigerfell, den haben Sie doch nicht selbst erlegt, oder? Leider nein. Ich musste ein synthetisches aus den Vereinigten Staaten importieren. Aber man liegt da sehr bequem drauf. Nackt. Bedauerlicherweise bin ich allergisch auf Kunstfasern. Mami! Was ist hier los? Nichts, Mami. Ich war nur... Ich bin in Uniform. Und wenn ich meine Uniform anhabe, heißt das... Signora la Presidenta. Entschuldige, Signora la Presidenta. Also, was ist los hier? Was geht hier vor? Nicht, Signora la Presidenta. Ich habe meiner Freundin Nico gerade nur gezeigt, was ich für tolle Sachen habe. Hallo. Guten Tag, Senorita. Und was für Absichten haben Sie in Bezug auf meinen Sohn? Absichten? Wir haben nur geredet. Wie nett. Sie hat ein gutes Knochengerüst, Raoul. Hat sie auch Verstand? Sie ist Reporterin. So, ist sie das? Und was für Fragen hat sie dir gestellt? Ich bin freischaffende Fotojournalistin. Ich mache Lifestyle-Reportagen. Für welche Art von Zeitschriften? Ist wohl am sichersten, die Dummchentour zu versuchen. Mit gutem Knochengerüst. Für Hallochen, das Leben der Superreichen und Scheinheiligen, Night Magazine. Exzellent. Raoul, zur Abwechslung hast du mal eine gute Wahl getroffen. Es ist wohl ziemlich klar, wer hier das Sagen hat. Ich hoffe nur, George fängt etwas Sinnvolles mit der Zeit an, die ich ihm hier verschaffe. Und dann geht's weiter mit... Und als Sie in diese Band da gespielt haben, da habt ihr diesen Song wirklich 2 Stunden lang runtergedudelt? Ja, wir waren wirklich berühmt an unserem College. Obwohl unsere Version war längst nicht so gut wie das Original. Ich habe das Lied noch nie gehört. Aber das dürfte wohl zweifellos stimmen. Hey, Psst. Hey, George! Duane Henderson, bin ich froh, Sie zu sehen. Gehen Sie zum amerikanischen Konsul und sagen Sie ihm, dass ich hier ohne Anklage eingesperrt worden bin. Was soll denn das bringen, George? Der Konsul war Ihr Vormieter in genau dieser Zelle. Wir müssen gutes amerikanisches Know-how anwenden, wenn wir Sie hier rausholen wollen. Oh, oh. Know-how und diesen Wagen voll Sprengstoff, den ich zufällig dabei habe. Duane, hören Sie mir zu. Sie werden uns alle umbringen damit. Sie sind so ein alter Schwarzer, ja, George. Das läuft wie Schnitzelbraten, glauben Sie mir. Negativ an negativ, positiv an positiv, glaube ich jedenfalls. Okay, nur ein Minütchen. Ich muss mich nur gerade in sicherer Entfernung zurückziehen. Wir schlagen zu, Miguel. Los, die Matratze. Ihr habt komische Sitten da oben im Norden. Und los! Zu spät.
Sind wir schon tot? Mist! Was ist los mit dem Sprengstoff? Es gibt keinen Sprengstoff. Mein bescheuerter Lieferant muss mir organischen statt chemischen Dünger eingepackt haben. Alles, was ich jetzt hier habe, sind 400 Pfund leicht angetoastete Pferdeäpfel. Ein wunderschönes Bild, Duane. Aber machen Sie sich nichts draus. Mir fällt schon was anderes ein. Allerdings in der nächsten Folge. Bis dann!